Moin moin meine lieben Freunde und willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed Valhalla. Wir wollen uns den ersten Schlüssel zum Assassin-Tempel geben lassen. Unfreiwillig oder freiwillig, das wird man sehen. Also ich hoffe, wir bekommen den natürlich freiwillig, weil er hat schon Bock auf Krieg in der Wikingerzeit, ne? Also wir sind zwar Wikinger, aber wir sind des Kampfes überdrüssig, wie man so schön sagen würde, glaube ich. So. Also mir fällt auch gerade ein, wir hätten auch Ingrim holen können. Aber egal, so sieht man noch mal ein bisschen was von der schönen französischen Natur. Aminul, Aminö, Aminäus. Der Baum wurde entwurzelt, aber hier gibt es keine Wurzelstelle. Das Banner der Franken. Was tun sie da nur? Hey. Alle tot. Suchbefehl. Hauptmann. Schickt deine besten Männer, um die Ruinen in der Nähe von Paris abzusuchen. Champleu, Gisère und die Vaudorum sagt ihnen nicht, wonach sie suchen oder warum. Sie müssen nur wissen, dass sie alles, was sie finden, sofort an dich übergeben müssen. Bringe dann alle Funde mit größter Eile zu meinem Gehilfen. Dieses Unterfangen erfordert äußerste Diskretion, mit dem man uns beide verantwortlich machen wird. Das versichere ich dir. Marivik. Okay. An dieser Wand ist das Zeichen der Verborgenen. Und unten ein kleiner Schlitz. Jetzt hatte ich mal ein bisschen drin gewesen, aber okay. Egal, macht nichts. Offen. Mal sehen, was sich dahinter verbirgt. Das werden wir, denke ich, mal sehen jetzt. Zwei Schlüssel fehlen noch. Auf zu den anderen Ruinen. Anordnung zum Rückzug. Brüder, mit dem Rückzug der Bruderschaft aus Britannia nach dem Tod von Imperator Honorius findet auch unsere Arbeit hier in Paris ein Ende. Der kalte Wind, der von Britannia herüberweht, hat unsere Küsten erreicht. Wie Magister Vitus sagte, müssen wir uns zurückziehen, neu formieren und uns den Orten widmen, wo man uns am dringendsten braucht. Alle Verborgenen werden angewiesen, Paris umgehend zu räumen. Das Bruderschaftshaus wird versiegeln und die drei Schlüssel werden in den Ruinen von Champleu, Devodorum und Gisard versteckt. Vielleicht werden sie in Zukunft, wenn die Missverständnisse vergessen sind, von anderen benötigt. Vetus heißt alle, die diese Reise auf sich nehmen, im Bruderschaftshaus in Colonia willkommen. Alle, die sich dafür entscheiden, werde ich dort wiedersehen. CC. Okay. Okay, wir gehen erstmal hier rein. Ein Buch. Neue Fähigkeit. Ghoul-Atem. Oh, das klingt irgendwie mies.
Rauch einen Pfeil in tödliches Gift, welches die Getroffenen schrecklich erkranken lässt. Augenzeugen der Krankheit weichen verängstigt zurück. Okay. Nett. Wir haben was im Codex stehen, sehe ich gerade. Schauplätze. Amineux. Zu Amineux zwischen Paris und Afrikin gehörten im 9. Jahrhundert die Ländereien der Familie des Grafen Odo. Es war für seine bunten Stoffe bekannt. Die Stadt Amineux konnte sich mit einem Amphitheater schmücken, welches sowohl skurrile als auch banale Unterhaltung bot. Es ist keine Überraschung, dass Karl altfranzösisch Charles der Dicke diesen Ort liebte. Hat er das? So. Dann haben wir den ersten Schlüssel. Dann haben wir hier noch Spanakus. Auch nach Spanakus. Spanakus. Der Bruder von Spartakus. Ja, los. Habe ich mein Trinkgefäß an die Maus geknüppelt. Kann man machen. Wolf mit Krieger, Wolf mit die Rehe. Hier kommen wir so nicht durch. So schon riesig. Was? Ja, einfach kaputt gegangen hier. Ich weiß doch überhaupt nicht, warum das runtergefallen ist. Hallo, ich bin fertig mit dem Gebäude. Ihr könnt da gerne reingehen jetzt. Vielen Dank fürs Warten, würde ich sagen. Gehen wir hier irgendwo hoch? Ja, hier. Schreiberhütte oder was ist das hier? So, wo haben wir denn den Aussichtspunkt? 27 Meter nach oben. Wir klettern und sind direkt am richtigen Ort. Ja, sehr gut. Nicht böse gemeint, aber man hätte. Ja, egal. Man hätte es auch ein bisschen höher machen können. Muss man aber natürlich nicht. Muss man natürlich nicht. Synchronisierung abgeschlossen. Sehr schön.
So, dann reiten wir mal nach. Ach komm. Meldes, wir machen Meldes. Wir reiten nach Meldes. Was soll's. Mensch! Wo kommst du denn her, Junge? Durchfall! Ab durch die Weinrebe. Na siehste, da kann man Tempo aufnehmen hier. Ich darf mich hier nicht blicken lassen. Boah, echt jetzt, wieso killt er die denn nicht beim ersten Mal? Stell dich, du Feigling! Nein, wenn dann dich. Ach, jetzt ist vorbei. Na komm. Uiuiui, Dickerchen kommt, Dickerchen kommt. Achtung. Das war der Falsche. Aber mach nichts. Den anderen kriegen wir auch. Was habe ich gesagt? Den anderen kriegen wir auch. Und dann können wir den Rest hier auch gleich markieren, ne? Ein weiterer Schatz? Na, ist noch mehr. Ich dachte, ich komme da durch. Wenn die Belagerung damals tatsächlich so einfach gewesen wäre, ne, Leute? Ey, dann wären die Kriege ratzfatz, dann hätten wir eine Weltmacht. Und welche wär's? Die Ninjas.
glaube, das wäre dann jetzt die Weltmacht. Man muss sich das mal reinziehen. Die sind ja immer on top hier, die Leute. Die sind ja, also die Assassinen, die sind ja immer richtig drauf. Warum hüpfst du da runter? Ich weiß nicht, ob ich noch fragen sollte mittlerweile. Weil es ist, und jetzt klettert er nicht mal hoch. Eivor. Auf ein Wort. Bist du blind oder bist du einfach blöd? Müssten irgendwo von der anderen Seite rankommen oder so. Also, oder wir machen einfach den hier. Das geht natürlich auch. Drei unnötigen Pfeilen. Ein paar Kisten zerstören. Das geht natürlich auch. Haben wir auch noch bekommen. Ja, schön. Schön. Die Axner ist da. Die Axner. Saint Denis. Geht ne Mauer. Wurde angeritten. Der Graureiher wurde angeritten. Ich glaube, er wird mich verklagen. Oh, dass man vielleicht Kilometer weit davor nicht mehr reiten kann, also schnell reiten kann, ne? Das sind so Sachen, die werde ich nicht so schnell verstehen. Was haben wir hier noch? Eine Schatzkarte. Und ein Schatz. Thank you.
Guck mal, wir sind direkt im Glockenturm. Oh, alte Steintafel. Ja, Octavus. Alles klar. Danke. Aber nein, nein. Beeindruckend. Wirklich beeindruckend. So, das war die eine Richtung. Und das nehmen wir natürlich auch an. Ich meine, das lasse ich mir natürlich nicht entgehen. Aha, ihr Ratten seid dumm. Was? Wir gehen einfach mal hier raus. Vielen Dank, aber nein, danke. Das ist ja total, und vor allem ist das auch vom Land her total gleich, ne? Also A Plague Tale, weiß ich, wer es kennt, das, da geht es ja auch um so eine Rattenplage, über so eine übermenschliche Rattenplage sogar. In Frankreich. Ich sollte mich vermummen. Ich weiß nur nicht, um welche Jahreszeit, wollte ich gerade sagen, um welche Zeit es da tatsächlich ging. Das wirst du büßen! Was denn? Ich Wer? Du entkommst uns nicht! Hau drauf! Weise dich aus! Wusstest du nicht? Keine Angst, Leute, eure Soldaten sind alle tot. Das klingt schon wieder so spanisch irgendwie, was sie da reden. Porque. Und so ein Zeug halt, ne? Ihr wisst schon. Okay. So, ich mag euch gern, aber ich würde gerne eure Wohnung einmal plündern. Vielen Dank. Musst du einmal wissen, wo ich lang muss. Da ist es doch. Ich nehme euch einfach, da war eine Laute in der Kleintasche. Oh, das wollte ich gar nicht. Ups, Entschuldigung. Ich wollte doch nur ein bisschen plündern. Ich
ich kann doch nicht ahnen, dass er direkt so eine ach Mann. Was denn, dass er einfach umkippt. Du setzt dich zu deinen Freunden. Immer sowas baut, ne? Sollte man verprügeln. So, wir haben hier alles. Hier haben wir alles. Ein Level up haben wir. Ja. Dann leveln wir einmal. Nicht gut. Leveln ist immer gut. Finde ich. Leveln ist immer gut. Oh, das ist das letzte hier unten schon. Krass. Was haben wir denn im Inventar so schönes noch? Harunen. Tattoos. Eine Rolle. Völlig von der Rolle. Ja, wir gucken mal, was da vorne los ist. Oh ja. Zieht euch zurück! Dies ist nicht euer Silber! Keine Chance! Das ist unser Silber! Ihr habt es uns genommen! Was? Die lassen Heiden für sich kämpfen? Ist Freund oder Feind? Egal! Hilf uns, Menschling! Wir werden nicht verloren! Runter! Du brauchst mehr! Dauert nicht lang! Ich könnte mit den Leuten reden und herausfinden, was hier vor sich geht. Ja, dann rede doch mal mit ihm. Lass ihn doch nicht gehen. Rede mit ihm, halt. Hab Dank, Fremdling. Wir haben ihre Stärke unterschätzt. Ohne dich hätten sie uns niedergemacht. Man trifft selten auf gewöhnliche Leute, die bewaffnete Soldaten ausrauben. Das ist unser Silber. Sie haben es uns genommen. Sie haben die Steuern erhöht und wollten das Geld für sich behalten. Du hast uns zwar geholfen, aber wir werden nicht mit dir teilen. Lässt du uns auch sicher ziehen? Dafür geben wir dir eine Karte, die wir den Männern des Govrineus abgenommen haben. Wohin führt sie? Der Govrineo hat ein Haus im Norden. Die Karte zeigt einen Geheimeingang. Stell dir vor, was es dort zu holen gibt. Wir hatten vor, es selbst zu plündern, aber ich versprach dir eine Belohnung. Nimm das Silber und gib mir die Karte. Danke, Fremder. Mal schauen. Eine Karte zu einem Geheimeingang. Wo der wohl hinführt? Das werden wir womöglich irgendwann erfahren. Oh, wunderbar. Murmilacum. Auf nach Murmilacum. Die würden gleich Ärger machen. Dich mach ich fertig! Bist du nicht? Teufel, hole dich! Nein, das wird er nicht. Ist das das Anwesen? Ich würde sagen, ja.
Gesicht verdecken. Hey! Du bist tot! Bleibt standhaft! Wir schaffen das! Dein Ende ist hier auf den Fersen! Tut mir leid, du konntest schon wieder nicht zu Ende prahlen. Das muss der Ort sein, den die Bauern meinten. Eine Prägestätte, so. Das interessiert die alle überhaupt nicht hier. Also ich plünder hier alles weg. Pack auf, interessiert mich nicht. Oh, 1500 Silber nochmal on top. Schmeckt. Und dann haben wir da nämlich eine Kiste. Wieder so. Herr Kollege. Ich glaube, jetzt habe ich dir ins Gesicht getreten. Inventar und Handelsliste. Ton 300 Pfund. So, Ton 300 Pfund. Armbänder 53 Pfund. Ringe 11 Pfund. Kugeln 52 Pfund. Anhänger 13 Pfund. Den Ton bitte nicht anfassen. Das Silber muss erst noch eingeschmolzen werden. Okay. Da unten. Nach unten, wir müssen nach unten. Nimm den Weg. Ich glaube, das ist der kürzeste. Thank you.
Sense, die Klagelieder sind. Würde ich frei übersetzen. So, dann haben wir auch das. Was für ein Geräusch, geil. Geil. So. Würde ich mal sagen, wir machen noch den Raubzug. Gute Idee. Ich glaube, es ist eine gute Idee. Also ich muss ja echt sagen, hier in Frankreich, ne? Hier in Frankreich, da ist sind die. Ja, Katakomben und sowas ziemlich verwinkelt. Muss ich sagen. Wir können das Segel nicht setzen. Das war doch nichts. Musst du auch gar nicht. Sinkt uns ein Licht. Ist das die richtige Richtung? Ja, wenigstens das. Mast legt! Segel nieder! Neues Lied. Den Mast segeln wir dir!
nett die sind, ne? Ich stehe da oben auf dem Dach, beschütze die, und was machen die? Sie zünden erstmal das Haus an. Ich meine, warum nicht? Lass niemanden zurück, Freund. Jeder soll an der Front mitkämpfen können. Aufmachen die Tür. Ich brauche hier mal Hilfe. Ja, ist doch gut. Ich habe dich doch wieder hochgeholt. Rohmaterial. Ja, sehr schön. Gehen wir erstmal hier rein. Ja, Mensch. Geschlossen, echt jetzt? Nee, euer Gott bestimmt nicht. Hä? Euer Gott bestimmt nicht. Aufmachen. Hey, hierher! Open that fuck door! Und das gleich mit hier. Und ihr prügelt zu zweit auf den ein. Warum machst du das?
Warum lässt Björn sich manchmal hauen? Hat er da Bock drauf oder was? Ist er da unten noch? Achso, das ist die Truhe, ja. Ja, wusste ich. Mach auf die Tür. Hey, ich schaffe das nicht allein. Ja, das war... Ich brauche Hilfe. Leicht. Das ist leicht? Ja, doch, das war leicht. Kompendium abgeschlossen. Ja, sehr gut. Das Büchlein noch. Das sollten wir haben. Verdammten Turm, oder? In den verdammten Turm. Jetzt, ich komme da so nicht ran. Goldene Flamme. Oh, was ist das? Alter, das ist ja fies. So, deswegen. Ja, das ist auch fein. Okay. Und dann haben wir hier noch was.
schon mal da unten. Aber elegant. Da ist noch ein paar Schützen. Versuchen hier anscheinend noch die Stellung zu halten. Aber das soll uns nicht mehr interessieren. Es sei denn, sie greifen uns an, dann interessiert es uns. Aber ansonsten natürlich nicht. So, dann holen wir uns den Schatz hier noch. Okay, der könnte uns ein bisschen gefährlich werden. Kompendium abgeschlossen. Aber komplett abgeschlossen. Oder? Ja. Sieht gut aus. Sieht sehr, sehr gut aus. Haben wir gut gemacht, glaube ich. Doch, doch. Gefällt mir. Gefällt mir sehr. Ich würde jetzt auch gerne aufs Schiff gehen, aber als erstes werde ich jetzt mal nochmal ein Wasserpferd holen. Den Aussichtspunkt synchronisieren. Geht nichts. Kollege, warum tust du es dann nicht? Was? Was ist das denn? Ich mach das. Haltet die Augen offen! Immer drauf! Hä? Ich verstehe die Mechanik in diesem DLC hier nicht so richtig. Irgendwie halte ich die nicht. Egal. Muss ich vielleicht auch gar nicht. Weil es könnte natürlich sein, dass wir gar nicht lang genug hier sind, dass ich sie verstehen muss. So. Hier, wir gehen da mal rüber.
Rationierungsbefehl an die Verteidiger von Paris. Die Einwohner von Paris und dem Umland vertrauen darauf, dass wir diese Stadt verteidigen und wir werden sie verteidigen. Zu diesem Zweck haben uns die Menschen Getreide und Gemüse gegeben, mehr als genug, um uns durch den Winter zu bringen. Dafür sind wir dankbar. Nehmt nur, was ihr unbedingt braucht und teilt den Rest mit den Kranken, den Armen und den Verwundeten. Wir müssen alle zusammenstehen, vereint unter Gott, gegen die heidnischen Horden. Im Namen der Nächstenliebe, Graf Odo von Paris. Aber er wollte teilen, das ist doch nicht schlecht. Oder? Er hat nicht gesagt, ich will alles für mich. Er hat gesagt, komm Leute, gebt den Kranken auch was. Den geht's schon nicht so gut. Komm, lass sie wenigstens essen. Sehr gut. Mutige Sense. Geht natürlich schneller. Hier alles? Ja. Dann synchronisieren wir. Synchronisierung abgeschlossen. Und Level up. Sehr schön, das machen wir noch. Ein Level Up nehmen wir natürlich mit. Das war sehr, sehr gerne. Endkampfschaden, Schleichangriffschaden. Was haben wir denn hier noch? Wir haben ja auf jeden Fall eine neue Sense bekommen. Die blutige Sense. Was haben wir hier noch? Ein paar Runen haben wir natürlich auch bekommen. Tattoos. Und irgendwas Verbuggtes. Ach, herrlich. Ich gehe nochmal ein bisschen langsamer durch. Vor allem durch die Ruhen. Da kann man so mal ein Ausrufezeichen oder so verpassen. Aber das ist nichts. Nichts ist da. Gar nichts. Gar nichts ist da. So, aber meine lieben Freunde, ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Dankeschön. Und ja, bis zur nächsten Folge. Ciao.